darkest road more. My lack in empathizing resonates through the door. Some days I feel like loving, other days I truly don't. Thank you.
I'm not ready to leave, I'm not ready to die. And it's time for the monsters to say goodbye. Hold your breath till we get the rhythm and show them your rage. Are you feeling alive? We just broke the cage. Ready, Rock Jeff, we are South Grove! The cage is down, but the game goes on. A breath of escape is not a lifetime strong. So if you need your right to life, then turn the darkness into your light. Fun so far? Is everybody having fun so far? Thank you all for being here. The next song is called Fake Gold. It is from our debut album, which was released last October. Makes you burn. Less you give back, the more you
you'd do if you could save me, honey. You leave me hanging there, rotting alone. If you had money, you'd be greedy, honey. No need to get some features and then go for more. Never pray, never fall. Child won't be God to see it all. Makes you sigh. Never fall. Yeah, I won't be out of see it all. Can't be fake, can't be cold. They pretend it's getting old. Also mal gucken, ob ihr eine Stimme habt. Wollt ihr mit mir singen? Okay, ich werde sagen, can be fake. Und ihr sagt, can be cold. Okay? Lass es mal testen. Let's go. Can be fake. Can be cold. Nicht schlecht. Can be fake. Can be cold. Come on. Can be fake. Mehr geht. Can be fake. Come on. Can be fake. Can be cold. Can be fake. Can be fake. Can be cold. Can be the next song is called Wise Man. Walking down my road, and I was worrying that I might get lost. And then a wise man came to me with a smile. He said, you have to be lost in case you want to find your way. It's all about, you gotta know your heart and respect your own laws. And though there are many things you could never do, he told me this,
and your mama told you to. You have to be strong and fight till you find your way. Everybody. Sunrise is over you. Last night is now in review. 'Cause the light that shines on those wonderful times keeps them alive and true. There isn't time to question.
It takes six hands to make a cubit. You need four cubits to make a man. Some vicious chemistry lies in your hand. This is the era of the Vitruvian Man. You won't answer this paper. You ask again. We love rock music, and rock music is pure. And this song is dedicated to the music we love. It's called The Purity of Rock. Souls, show them all you got. Dress up pretty in your fancy shoes. But was the purity of rock? Easy songs, 1, 2, 3 chords. The heart is nowhere near. Boy bands, the lights inside. The purity is here. Breakers of chains with no restraint. Straight for the prize, but have some respect. Keeping my mistakes that you've been trying to forget. Break down walls, defy souls. Show them all you got. Dress up pretty in your fancy shoes. But with the purity of rock. Breakers of chains with no restraint. Thank you and thank Hope for bringing us all together.
Let's rock. So we go on with something heavy? Yeah! Can you get any louder? Yeah! Okay, that's something heavy. The truth we need to know. Of the road and join the rebel stream. My set of morals burn.
What about this side? Let's everybody wave them up. I gotta find reality, cause in duality, the abnormalities are dead. I gotta find confusion, stay lost, I can't keep my head. We'll be right back.
just like you never did tonight. Let's dance together one last time. Of two, should I say who lovers? Okay, okay. The one is Blues Brothers, and the second one is ZZ Top. So you have to dance. Fun together. Baby, don't you?
18. Come on, baby, just do what it takes. Out of here. Hey Leute und herzlich willkommen zum 36. Rocktreff hier in Berlin. Über ein ganzes Wochenende hören wir 16 verschiedene Newcomer-Bands und hier ist auch schon die erste Band im Interview und das ist Thousgrove. Herzlich willkommen! Hallo, danke, danke. Okay, ihr seid ja alle vier aus Athen, seid aber erst in Berlin zusammengekommen. Wie kommt's? Also wir waren auf derselben Schule, die Deutsche Schule Athen, da kannten wir uns schon. Und dann sind wir zum Studium eigentlich nach Berlin gezogen. Und dann haben wir sozusagen uns hier wiedergefunden. Und wir haben alle separat dann für sich selbst Musik gespielt. Und dachten wir uns, ja, ist keine schlechte Idee, so langsam das zu einer Band zu führen. Und wir spielen jetzt seit ungefähr 4 Jahren zusammen in dieser Konstellation. 5 sogar, ja. Oh, okay, das ist ja mal eine echt interessante Story. Und wie seid ihr auf euren Bandnamen gekommen und was bedeutet er eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage, das lasse ich meinen Freund Georg hier beantworten. Hey, also unser Name ist jetzt 1 Jahr alt. Davor hießen wir Renaissance und wir haben das gewechselt, weil das hat nicht so gut mit der deutschen Sprache zusammengepasst. Fanden wir nicht so geil, wie Leute das ausgesprochen haben. Und wir wollten einen neuen Namen. Okay. Wir sind alle aus dem Süden. Okay. Deswegen kommt das South in den Namen drin. Und Grove war ein cooles englisches Wort, das ich in einem Buch gelesen habe. Und bedeutet Heide. Und ja, das ist immer noch eine schöne Bedeutung. Ah, wundervoll. Wundervoll, sehr, sehr gut. Und daraus kommt South Grove. Okay, und habt ihr schon von Anfang an eigene Songs geschrieben oder erst gecovert? Und wie sieht eigentlich euer Songwriting-Prozess aus? Also wir haben eigentlich seit der ersten Woche haben wir angefangen, so eigene Songs zu schreiben. Das hat länger gedauert, bis wir alle zusammen das gut machen könnten, dass jeder den anderen verstehen könnte, was, wie man jeden Riff benutzen kann. Ja. Aber wir haben unser Stil entwickelt und jetzt langsam schreiben wir alle zusammen im Proberaum eigentlich. Fängt das an, Jam, also eine Idee, die jemand hat, okay, und dann wirken wir das alle zusammen. Okay, es klingt doch eigentlich sehr, sehr gut. Und wie sieht euer Proberaum aus? Unser Proberaum ist seit einigen Jahren, auch 4 Jahren der gleiche, ist bei der Spirale. Okay. Ist wirklich unser Zuhause geworden, hat uns von Anfang an sehr geholfen, weil die das ganze Equipment schon da hatten. Und wir haben irgendwie einen Standardraum, einen Standardtag, wo wir hingehen. Einmal die Woche ist so ein Prozess, der sich etabliert hat. Mhm. Und wie es meistens so ist, wenn du so Routinen hast und die ganze Zeit da bist, dann entwickeln sich Sachen. Ja. Und das ist unser Proberaum, ja. Wir haben auch wirklich, wir müssen uns echt sehr, sehr bedanken bei der Spirale. Die hat uns sehr viel geboten. Ja, Shoutout. Über die Jahre, ja, Mann. Beste. In Wilmersdorf. Unser Home. Okay. Also ist er eher ordentlich anstatt chaotisch? Er ist nicht, wir teilen uns den. Er ist nicht nur, ach ist nicht so, nur unserer. Okay. Wir teilen uns den auf jeden Fall. Und wenn wir da sind, ist er ordentlicher. Ah, okay. Okay, ja, so kann man es auch sehen. Und ihr seid ja bestimmt auch schon ein bisschen aufgeregt, genauso wie ich. Ja. Was tut ihr eigentlich zu eurer zur Beruhigung vor einer Show? Alle. Nimm's dir. Das ist die, ich glaube, jeder wärmt für sich in seiner Richtung irgendwie auf. Also ich wärme natürlich meine Handgelenke. Mhm. Dann bist du also der Gitarrist. Nein, der Schlagzeuger. Ach, okay. Ja. Genau, und die anderen Jungs spielen auch ihre Riffs und probieren sich auch dementsprechend aufzuwärmen. Wir haben eine kleine Zeremonie allerdings. Immer bevor, okay, wir wollt ihr uns die bitte erörtern? Ein bisschen. Wir können nicht alle Details jetzt hier. Natürlich, aber ein bisschen. Preisgeben. Nein, es gibt einen kleinen, bevor wir auf die Bühne gehen, gibt es ein kleines Zusammenkommen von uns vier. Und es hat sich irgendwie
ja, auf der Zeit gezeigt, dass hier Nikos Legas unser Speechmaker ist. Das heißt, jedes Mal, wo er auf die Bühne gibt, gibt es eine kleine ja, Rede von ihm, die uns ein bisschen aufmuntern muss, ein bisschen heiß machen soll. Ja, egal was, egal ob es scheiße gelaufen ist, Soundcheck gut gelaufen ist, egal was, er gibt auf jeden Fall immer Gas und macht uns heiß. Ja, und dann, das war's eigentlich. Okay. Also was gesagt wird, kann ich nicht sagen, was da, aber... Ja, natürlich. Aber es passt. Also so ein kleiner Motivationscoach. Auf jeden Fall. So nochmal ein bisschen Feuer unterm Hintern machen, damit... Das macht er. Okay, und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage. Warum seid ihr nach Berlin gezogen? Also warum ausgerechnet Berlin? Soll ich anfangen? Ich glaube, da kann jeder was zu sagen, weil es unterschiedliche Gründe sind. Ja, warum Berlin? Also für mich, Deutschland war klar, dass ich nach Deutschland kommen wollte. Berlin war so die undeutscheste Stadt, die es gab, wenn du so willst. Ja, auch das sehr stimmt. Interkulturell. Und das war so ein bisschen, was ich mich an Berlin angezogen hat. Ich hatte auch schon viele Freunde hier. Und letzten Endes war das der Grund, warum ich hingezogen bin. Okay, schön. Ja, David. Ja, ich bin... Natürlich war Deutschland auf jeden Fall an erster Stelle, fürs Studium vor allem. Und es hat sich halt, ja, es hat sich gelohnt, weil meine Schwester war auch hier und hat auch studiert. Und ich hatte schon so eine Art WG, als ich dahin kam. Okay. Also es war schon sehr lukrativ für mich, nach Berlin zu ziehen, wenn man das so will. Und ich bin auch in Berlin geboren, also. Ach so. Und genau. Ja, also eigentlich, was Jason mal gesagt hat, spricht für uns alle in dem Fall, weil... Berlin ist eigentlich, zumindest für uns, ist die Stadt in Deutschland, die am ähnlichsten ist zu Athen. Es gibt immer was zu tun, es gibt immer Leute auf der Straße, ja, den ganzen Tag lang. Und also ich persönlich hatte 2-3 Städte besucht, weil wir, da wir alle aus der deutschen Schule Athen gekommen sind, hatten wir auch ein Abitur gemacht und wir können hier studieren. Okay. Und Berlin war die geilste Stadt. Das stimmt allerdings. Ich weiß nicht, ob das nicht nah genug war. Haben wir alles mitbekommen. So, okay, gut. Das war's mit dem Interview. Wir schalten jetzt wieder zurück auf die Bühne und dann sehen wir uns nachher zum nächsten Interview.